Naja, was heißt das? Gerade durch jetzt Minijobs und so, wenn du heute hast Physik, haben Leute noch einen richtigen Job, sondern haben Physik drei Minijobs oder so, weißt du? So, zahlen also ja kaum Rente. Können sie ja gar nicht. So. Naja, da wird, die Welle kommt ja erst noch. Minijob nicht kannst? Die Welle kommt ja erst noch, weißt du, wo die ganzen Rentner aus der Zeit, wo das so hochkam mit den Minijobs, Rentner werden. Das ist ja erst in 20, 30 Jahren so, weißt du? Also da ist, das wird richtig Chaos noch werden und ich denke mal, da wird es auch mal richtig knallen. Weil der Mensch ist ein Gemütstier, gerade der deutsche Mensch. Lässt sich echt eine Menge gefallen, so Obrigkeit ein bisschen so lässt sich, aber irgendwann, spätestens wenn es daran geht, dass er sein Bier und sein Zirett nicht mehr kaufen kann und sein Tank von Auto nicht mehr voll machen kann. Spätestens dann gibt es Revolution, weißt du? Ja. Naja, irgendwann, ja, irgendwann sagt man ja immer, wird knallen, aber... Es wird auch knallen, also die Steuer, also oder die ändern irgendwas. Ja. Aber Mensch, steuern wir jetzt gerade Zugriff auf den großen Knall. Aber das ist so mit den Leuten, ja, die jetzt am Ruder sitzen, weil die sagen sich, naja, bis dahin bin ich weg vom Ruder, hab mein Schäfchen im Trocknen und dann lass doch knallen. Ich sitze auf Cayman-Inseln oder sowas, weißt du? Oder ich glaube, so weit denken die ja nicht. Oh doch, so weit denken die schon. Super viele sind die schon, glaube ich. Also, guck mal, haben sie noch 100 sind doch hochgebildete, Menschen angeblich. Die haben auf 6 Jahre studiert und hin und her. Und selbst ich als kleiner ungebildeter Arschloch erkenne ganz deutlich, dass das, was hier passiert, nicht auf Dauer gut gehen kann. Da ist das Ende vorprogrammiert. Hm. Und da kennen die auch. Hm. Garantiert, weil die sind da wesentlich schlauer wie ich, aber wesentlich gebildeter. Halten sich aber ganz schön zäh, weil das Ende wird ja schon, also seit ich mich logischer denken kann als ein pubertierender 14-Jähriger, merkt man ja, dass diese Geschichte mit der sozialen Marktwirtschaft endlich ist. Ja. Also auf was zuläuft. Genau. Was mache ich eigentlich hier? Willst du auch Oliven? Ja, das ist voll Oliven-Junkie. Ich mag noch eine Scheibe Brot, bitte. Ja. Nur da Jesus. Ja. Macht das eigentlich für mich. Ein Messer, schneid dir durch. Ja, das ist schon wieder ein Messer versaut hier. Egal. Ist nicht besser versaut? Brot oder was? Mir ist schon bewusst, dass das halt eine Sache ist. Bei Deutschen ist jede andere Nation wäre schon längst auf der Barrikade. Aber Deutsche sind halt sehr. Deutsche in die Obrigkeit auch wirklich hochgehen. Ja. Da musste richtig was passieren. Da muss ihre Urexistenz praktisch an. Und das ist bei Deutschen wirklich ein Auto, Bier, Zigaretten. Weißt du? So. Ja, bei mir ist es ja nicht von dem. Was ja, das sind erstmal Grundnahrungsmittel. Aber jetzt so mal von der Masse her gesehen. Weißt du? Das Masse einfach. Ja, und spätestens, wenn der Deutsche seinen Tank nicht mehr voll machen kann vom Auto, wird der auch sauer. Geht viel früher los. Viel früher, beim Deutschen eben nicht. Nee, bei mir sind es die Kinder. Lebensmittel. Ja, natürlich. Wenn du nicht mehr deinen Kühlschrank, wenn du nichts mehr im Kühlschrank plötzlich nachkommst. Guck mal, wie wir fressen. Du musst jetzt mal ein bisschen übertragen. Benzin, alles egal, weißt du, so, das lässt es stehen, wenn es kein Benzin gibt. Solange ist ja klar, wenn du kein Benzin mehr leisten kannst, dann kannst du ganz so viel mehr leisten. Wenn Supermärkte plötzlich nichts mehr in den Regalen haben, dann wird es komisch. Dann wird die ganz. Wir aber haben. Wie gesagt, diesen Knall, der wird wahrscheinlich seit Club of Rome oder seit den 60ern irgendwie prophezeit und hält sich halt wirklich noch ab. Ja, weil der Deutsche hat sich so. Wir schaffen es wahrscheinlich eher, dass irgendwelche religiösen Spinner uns mit irgendeiner dreckigen Bombe irgendwie ins Ende bomben. Das kann passieren. So mal ihren Ministerium ist dann sowieso vorbei. Oder der Messias kommt, der Quatschkopf, ne? Lass uns nicht mehr mit Religion anfangen. Und der wird uns alle auflösen. Ja. Genau, da bin ich. Der Auflöser. Kennst du den wie heißt der Stephen King? Man könnte doch sagen, der Rasenmähermann. Habt ihr den gesehen? Der Cleaner. Der sich dann langsam dematerialisiert hat. Ja, Rasenmähermann. Der war geil. Kennst du? Der ist ein Netz. Ja. Digitalisiert. Genau. Ja, und so wird es uns auch gehen. Wir werden uns nicht. Dann irgendwann zum Pokémon. Sind wir alle nur auf Batterien. Genau. Alles nur auch Stromspeicher, Stromerzeuger. Was sagt denn Schildkröte dazu? Wie sieht's denn hier aus? Guck mal. Achso, kann gerade nicht. Nö, Schildkröte hat Vollmund. Schildkröte kann gerade nicht. Wir haben ja die ganze Zeit. Ja, ich bin da auch. Du. Ja, ich. Du willst essen? Ja. Oder was? Ich muss essen. Schnitte. Ja, aber gerade du, Tommy, du bist das Standardbeispiel dafür eigentlich. Ich bin überhaupt nicht Standard. Na doch, jetzt ein Standardbeispiel für den, was ich sagen will. Und zwar, du selbstständig, drei Kinder. Vier Kinder. Verdienst nicht genug, eigentlich nicht genug, dass du noch was sparen könntest. Kommst gerade so über die Runde, das läuft eigentlich ganz gut.
jedes Mal kann so leben, aber. Naja, sagen wir mal, hätte ich diese hohen Ausgaben nicht, könnte ich natürlich sehr viel sparen. Was ist mit dem Alter? Was mit dem Alter? Na, ich darf nicht alt werden. Ja, hä? Ich muss mich natürlich entsorgen. Passieren. Also ich spare für meinen Grabstein und für meine Beerdigung. Ja gut, du weißt ja nicht alles. Das ist immer beiseite. Ich packe das Geld, also so 4.000, 5.000 Euro sollte man immer. Man stirbt nicht gleich, wenn man nicht mehr arbeiten kann. Naja, aber man sollte eben das Geld immer da haben, dass wenn man mal vom Auto überfahren wird oder zufällig von der Brücke springt, sollte man ja entsorgt werden. Aber das ist mir zum Beispiel egal, weil ein bisschen Fleisch, ob du den kannst du irgendwo zacken oder den Schwein zum Grasbau werfen. Das ist egal. Ja, aber wer soll denn das machen? Das darf man in Deutschland doch nicht. Deswegen habe ich auch gesagt, mir ist das auch scheißegal. Aber das ist ja nicht so. Es ist ja wirklich so, wenn du tot bist, dann kommen sie erstmal alle und wollen alle irgendwas haben. Ja. Und selbst eine einfachste Beerdigung, einfachste, kostet 3.000. Also Minimum 3.000. Ich glaube, selbst die Sozialhilfebeerdigung oder was, wie heißen die Dinger da, die keiner mehr da ist. Du kannst auch selbst völlig, die Bestatter rechnen dem Staat wahrscheinlich sogar 7.000 für so einen Staat, du kannst aber trotzdem auch völlig, also für deine Nachkommen völlig umsonst beerdigt werden. Ist wie bei wenn ich mich... Wenn unbekannt bist du? Unbekannt verstorben. Nicht unbekannt verstorben, sondern einfach hier. Du bist unbekannt begraben. Kein Grabstein hast du keinen Grabstein. Das kostet trotzdem noch Geld, verstehst du das nicht? Ja, aber musst du aber nicht zahlen. Auf grüner Wiese. Das zahlt das Sozialamt. Das Billigste. Ja, aber da muss ich mir die Fingerkuppen vorher abschneiden. Damit sie mich nicht identifizieren können. Ja. Der geht ja nicht. Also auch du darfst nur nicht haben. Klar, wenn du was hast, dann nimmst du von der Erbmasse. Das ist ja klar. Aber wenn du nicht vererbst, dann kannst du nicht. Und deine Kinder das Erbe ausschlagen bei dir. Ah, gut, das ist ja egal, auf alle Fälle, das habe ich beiseite, aber gut. Das war dann auch. Das ja, ist aber so, das viel, ist auf viel mehr kommt man ja nicht. Und wenn man das hört bei Wolfgang, man ist ja länger alt. Das hört man nicht von dir, sondern du hast 20 Euro am Ende des Monats übrig zum Sparen. Wo soll der denn seine Beerdigung finanziert werden, sozusagen? Oder ich schweige dann noch einen schönen Urlaub. Er ist ja auch schon Rentner. Ich rede auch davon, dass es einfach so wie dich gibt es viele, wissen, die haben halt wieder selbstständig. Ja. Seit Jahren verdienen so einigermaßen, aber halt haben wir keinen großen Betrieb, wo sie reich mit werden, sondern können ihr Leben halt finanzieren. So. Ja, aber in 20, 30 Jahren sind genau die Rentner, die vorher mit und es werden so viele werden. Besonders, wenn du überlegst, dass die jetzt schon das Geld auszahlen aus den Rentenfonds, was die gerade einzahlen an die Rentner. Ja. Du musst das. Meine Richterin sagt ja, sie kriegt 65 Euro. Ich sag ja, früher als da war, wenn 57, 58 damals ausgeschrieben musste, da hat er ja dann nicht mal 600 Euro gehabt. Ach, ja. Also, das ist ja so, dass die Rente, die du jetzt bezahlst, einzahlst, die man jetzt einzahlt, automatisch mit jedem Scheiß. Die wird ja jetzt an die Rentner ausbezahlt. Genau, das ist ja die haben ja kein Depot mehr. Das ist kein Depot. Genau. Deswegen ist das sowieso, also auch mit diesen 1-Euro-Jobbern oder Minijobbern, ist jetzt relevant für die jetzige Generation. Deswegen ist ja so wenig da im Moment schon. Ja, klar. Und wird noch weniger. Aber extrem weniger. Wird noch weniger, ja. Gut. Aber ich will auch ehrlich gesagt nicht von der Rente leben. Also das habe ich nicht vor unbedingt. Davon kannst du nicht leben. Ja, eben kann ich sowieso nicht davon abgesehen. Du wirst nicht, dass du so viel einzahlen könntest, dass du davon leben kannst. Natürlich wird Kinder sagen, ach hoppala, ich will die Rente ja nicht, wenn dann irgendwie mal 500 Pension. Euro Rente sind. Du hast halt irgendwie abgeordnet da irgendwie, bist du irgendwo, wir sind, keine Ahnung. Ja, dann bin ich ja bald. Denn? Ich bin ja bald abgeordnet da. So mit der Pension, da sieht die Welt schon anders aus. Dann kann man schon leben. Deswegen, an meine Tante da denke, die war da irgendwie, wie sich, keine Ahnung, bei irgendeiner Partei war die halt, war ein Verbeamter gewesen. War eine Tante in der Partei. Oh. Und die kriegt, also damals in D-Mark-Zeit hat die über 2600 D-Mark Rente gekriegt. Ja, du musst echt, deswegen wollen ja viele in die Politik, ist ja auch lukrativ. Oder, ja, oder halt irgendwie, du musst halt irgendwie anders anlegen. Ja, du hast irgendwelchen intelligenten Sachen wie Oldtimer oder genau, das halt eine andere Chance hast du nicht. Also auf den Staat darfst du dich nicht verlassen, dann bist du verlassen. Dann ist die Altersarmut vorbereitet. Und weil der Oldtimer. Ja. Ich habe gestern, dein Sohn gestern Fernsehen gesehen. Mein Sohn, ja, kann sein. Der war doch erst in der, wo du sagtest, hier mit dem Motorradschuh da drin. Motorradmesser. Ja. Wenn die Kamera tatsächlich groß durchgeht, dann oder so nicht. Ja, kann ja sein. Da musst du mal Holz nachschmeißen, durch. Ja, mach jetzt. Wunderbar, aufgemacht hat er.
Weiter jetzt? Jo. Andi, was mit deiner Rente? Zahlt der Staat dir was für dein Aufenthalt beim Staat? Nee. Da wird keine Rente genommen. Einzige, was du da zahlst, Arbeitslosengeldbeitrag. Na, irgendwas zahlt man ja. Ja, Arbeitslosengeld. Also wenn ich im Knast arbeite und rauskomme, habe ich einen Anspruch auf Arbeitslosengeld. Also wenn ich die Zeiten erfülle halt. Und Krankenkasse. Krankenkasse? Im Knast nicht, nee. Keine Krankenkasse bezahlt. Nein. Wollen fragen, warst du im Knast? Du bist über den Knast krankenversichert. Das ist staatlich sogar. Hast du eine Krankenkasse im Knast? Beim Sozialamt. Oder? Nein. Das ist der gleiche. Irgendwas. Du musst doch. Du bist ja Justiz versichert. Ja, ja, klar, aber genauso das würde ja irgendwie. Sozusagen, dass wenn dir was passiert, kannst du sicher gehen. Dass dir nicht geholfen wird. Dass dir nicht geholfen wird. Also im Knast krank werden ist eine ganz schlechte Idee. Solltest du echt tun. Also, so leichte Sachen geht gleich noch, aber richtig ernsthaft solltest du den Knast echt vermeiden. Das ist nicht gut. Ein Kollege von mir, den ich kenne, der hat ja fast sein Gehör verloren im Knast. Durch eine Entzündung hier. Das ist ein kleines Beispiel, bloß am Rande. Ich feiere sie trotzdem irgendwie nicht. Ich gehe runter zum Sani und hab echt tierische Kopfschmerzen. Ja. Tape mir den Tubemobilat. Mach die Klappe, hast du so eine Tür, so eine Klappe drin, Klappe geht auf. Ja, was los? Kopfschmerzen, ja warte. Klappe zu, Klappe auf, Tubemobilat, so ein Brettchen davor gelegt, Klappe wieder zu. Ich krieg die Tube an. Ja, das ist ja wie eine Nachtapotheke. Klopfe wieder, sage, ey, ich hab Kopfschmerzen. Ich hab wieder mal die Hebamme, Klappe zu. Scheint aber wieder Tubemobilat wegen Kopfschmerzen. Ja, konntest du die wenigstens gewinnbringend verkaufen? Nee. Aus Verzweiflung war kurz davor gewesen, ja. Ja, eine aber Bandage, schön Mobilat runterhängen. Oh Mann, ist das schlimm. Ja, ich hab überlegt, weißt du, was mache ich jetzt? Fresse ich die Tube vor Wut oder trete ich die Tür ein und fresse den Sani? Aber. Der wäre ja halt voller. Ja. Mobilat-Tube. Mobilat, das hättest du wahrscheinlich gleich wieder ausgekackt. Ja, ja. Voll so ein Kack. Den Sani hoch. Ich hab auch einen Bullplatz los heute. Also, jetzt lenk mal nicht ab hier. Was soll denn das? Was machst du denn? Was sagst du? Jetzt lenkt ihr ab und kommt ihr mit dem Bullplatz. Wir sind gerade beim Knast und da kommt er mit dem Bull. Wo warst du? Ich hab dich gesucht am Bullplatz. Das ist zu Hause. Wo ist denn der Bullplatz? Wo ist denn der Bullplatz? Hier um die Ecke. Das ist aber ein leckeres Schnitzel. Wo ist denn da ein Bullplatz? Also jetzt bitte, das ist seit 30 Jahren. Ich weiß nicht, ich kenne ihn nicht. Na hier am Ufer, gegenüber von Lidl und Aldi da. Zwischen Forster und Lignitzer. Das ist Bullplatz. Ja, ja. Ja, müsste ich Jahre kenne ich den schon. Ja, Alex kennt sich schon 3 Jahre. Was sind schon 4? 3. 3 Jahre und nicht mehr. 4 Jahre jetzt. 4 Jahre. Nein? Ja, bitte. Ha? Hallo. Was? Ich hab mal eine Frage. Aber nur eine. Ist das Mofa oben zu verkaufen? Ja, ist aber Schrott. Was denn da kaputt? Alles. Und der ist auch kaputt, oder? Hä? Das ist nicht zu verkaufen. Okay. Nee, das nicht. Wissen Sie, wo man billige Mofa kaufen kann? Billige? Nein. Okay. Musst du gucken im Internet. Du kannst genau, Internet kriegst du wahrscheinlich am günstigsten. Ansonsten hier bei dem hier vorne vielleicht. Auf den Laden, danke. Bei dem Schwalbeladen, ne? Ja. Okay. Alles klar. Oder eine Panierstraße, der ist auch billig. Ja. Da meine ich doch. Billig, das ist billig. Panier? Ist ja nicht billig. Naja, bei den Radsport da. Radsport Hoffmann, den gibt's ja nicht mehr. Gibt's ja? Der ist doch tot. Was? Und der hat es zu, der hat den übernommen. Ja doch, hat einer übernommen, aber der macht keine Mofas mehr. Warum bist du überhaupt eingefahren? Hast du ihn umgebracht aus der Sehen? Nee. Mit deiner starken Arme? Willst du darüber reden? Nee, ich bin Pazifist. Willst du überhaupt darüber reden? Nee. Ja, klar, kann ich doch machen. Ich habe kein Problem mit. Ich habe die Wirtschaft angekurbelt. Ja. Ja. Also von Hilti müsste ich eigentlich müssen alle Ewigkeiten Dankeschreiben kriegen. Also, weil, hast du eine Bank gemerkt? Oder? Nein, aber du bist doch Hiltis ja. Kaufst du normalerweise immer im Leben, weil so ein Ding hält eigentlich 20, 30, 40 Jahre. Also ja. Gehen Sie so. Eigentlich müsstest du kein Danke schreiben, sondern so. Eine Quittung kriegen. Also Leute, also, die immer eine Hilti verkauft haben, die kaufen eigentlich nie wieder eine. Mhm. Außer ich bin gekommen, weil ich habe die Hilti nicht weggenommen. Ja, ja. Die waren ja auch versichert gewesen. Ja. Weißt du nicht, was? So, also haben wir bei der Versicherung eine neue Hilti bekommen, die Hilti hat eine neue Maschine verkauft. Die Versicherung ja, ja. Gibt es auch nur, weil es halt so Leute wie mich, ja. Ja, ja. Die sich ja keiner versichern, die gibt es ja.
eigentlich nee, ist es jetzt, musst aufpassen, das ist ja konträr zu deiner Therapie. Du musst, ja, du musst ja eigentlich einsehen, dass es falsch ist, was du getan hast. In unserer Gesellschaft ist es falsch, ja. Aber von der Sache, wenn man mal ganz sachlich sieht, ist es eigentlich nur, ich habe nur eine Wirtschaft angekurbelt. Weil wer hat einen Schaden? Der Bestohlene nicht? Nein. Der konnte an dem Tag seinen Auftrag vielleicht nicht erledigen. Gut, das mag sein. Das mag sein. Naja, wisst ihr. Aber dafür sind die meisten ja so gerissen, dass wenn du eine Hilde klaust, die nicht nur eine annehmen, sondern fünf annehmen werden. Ja. Also oft genug erlebt, weißt du? Wie ich es aber geklaut habe, weißt du? Und dann kam es als Verhandlung, dann, oh, hier, hat so einen Staubsaugerbude mal gehabt, Lux hieß die, weißt du? Habe ich sechs Dampfbügeleisen, Dampfstaubsauger und sechs so Dampfreiniger rausgeholt und drei Staubsauger. Mhm. Na, an den Klag, wo ich auf 78 Staubsauger, 43 Dampfreiniger. damit sie auf den Summe kommen und so. Weißt du, aber also, du hast nicht bei Hild der Firma direkt. Nein, du hast dich spezialisiert auf Hild. Nee, aber. Hast du dich spezialisiert auf Hild? Ja, nicht mehr Hild. Überhaupt. Baustelle. Ja, eine gute Baumaschine einfach. Ja, ja. Minibaras ja, geklaut. Was war denn das Größte, was du mal geklaut hast? Nein, waren die Minibaras. Und so hier. Ja, also den hängt man sich ja nicht an Schlüssel. Nee, wie klaut man denn? Der hat damals halt auf dem Straßenbau gearbeitet. Ja. Und der hat seinen LKW nach Hause bekommen. Ja, der LKW hat einen Kran mit dran gehabt, weißt du? So, ein Selbstlader. Ja, dann haben wir uns immer, war gerade so kurz nach der Mauerwende, haben wir überall gebaut hier um Berlin herum. Ja, ja, nur klar. Baustellen, überall ja, Baustellen, weißt du? Ja. Und dann haben die uns irgendwo außerhalb hingestellt und den Link, weißt du, die warten, bis die von der Baustelle runterfahren und auf der anderen Seite wieder raufgefahren, haben die Minibar aufgeladen, weißt du? Was kriegt man dafür so ein Minibar? 10.000 immer gleich. Immer nur, um Gottes Willen. Aber also damals wie, richtig viel Geld nach der Wende. Ja. Wir haben die Woche so 2-3 Stück gemacht. Aber heute wird sich das doch jeder... Du hast nicht in die Rente eingezahlt davon. Bauen die sich heute nicht... Für meine Tochter, ja. Meine Tochter hat, von 18 geworden ist, 36.000 bekommen, ja. Darfst du das jetzt so sagen? Ja, das ist aber geil abgesessen und verjährt. Ich meine sagen. Nicht, dass jeder sagt, oh, von dem Geld, dann müssen wir mal deiner Tochter belangen. Kein Buch hier, vorschreiben. Hier, naja, okay, dann machen wir das mal. Wie heißt da hier, der Playboy? Der hat ja auch eine Bank gemacht. 51 oder, aus Reinigendorf, oder wer? Der hat eine Bank gemacht. Naja, wer denn? Von was redet ihr? Ich sage nur, er gibt ja auch im Fernsehen damit an. Und wer denn? Und ja, ich kenne den Typ persönlich. Wie heißt er? Playboy 51. Ja. Der heißt... Nee, Playboy 51 ist aus Reinigendorf. Naja, wie weiß ich mein... Also, nee, ich meine den ganz alten hier... Eden? Nein, Eden, ja, sieht so aus. Ach, du meinst hier... Hugh Hefner? Ja, fast in der Richtung. Nee, in der Richtung. Der war in der... Donald Trump? Nein, der war in dem...